Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Geblitzt. Und wie letzte Woche bereits angedeutet, möchte ich euch heute ein bisschen was zu Sin City erzählen. Denn am heutigen Donnerstag läuft ja bereits der zweite Film basierend auf Frank Millers Comicreihe in den deutschen Kinos an. Aber leider weile ich momentan ja nicht mal in deutschen Landen und hatte daher auch noch nicht die Möglichkeit, den neuen Film überhaupt zu sehen. Sodass ich euch dazu ja schon mal nicht wirklich besonders viel sagen kann. Außer vielleicht, dass er neben der Geschichte der zweiten Sin City Serie A Dame to Kill vor, noch auf der Kurzgeschichte Just Another Saturday Night und zwei komplett neuen, extra für den Film geschriebenen Geschichten basieren soll. Ganz nebenbei ist letzterer Umstand aber auch das, was mir ein wenig Sorgen bereitet. Denn der erste Film basierte ja quasi komplett auf den Serien The Hard Goodbye, The Big Fat Kill, That Yellow Bastard und der Kurzgeschichte The Customer's Always Right. Da wäre noch so viel mehr Material gewesen und daher verstehe ich nicht ganz genau, aber lassen wir das. Ich habe den Film einfach noch nicht gesehen. Aber vielleicht ja der oder die andere von euch. Deswegen schreibt mir doch eure Meinung einfach in die Kommentare. Aber bitte ohne zu spoilern. Ich bin jedenfalls gespannt, wie ihr ihn fandet. Aber kommen wir doch zu den Comics. Und da kann ich mich eigentlich kurz fassen. Das sind Klassiker ihres Genres. Und jeder Fan von Crime und Film Noir sollte sie in irgendeiner Form besitzen. Ach was, ich denke, ich würde mich nicht mal zu weit aus dem Fenster lehnen, wenn ich behaupte, jeder Comic-Fan sollte sie mal gelesen haben. Zumindest wenn er oder sie mit der oft und intensiv auftretenden Gewalt und der Darstellung der Frau als Sexobjekt klarkommt. Denn was der Autor und Zeichner Frank Miller, der zuvor schon mit The Dark Knight Returns, Daredevil Born Again und Batman Year One für Furore gesorgt hatte, 1991 mit der damals nur Sin City betitelten 13-teiligen Serie im Verlag Dark Horse auf den Markt brachte, sorgte letztendlich nicht nur für ein Wiederaufleben der Crime- und Pulp-Geschichten in Comicform, sondern war auch stilistisch bahnbrechend. Zunächst tatsächlich nur in Schwarz-Weiß gehalten, nutzte Miller andere Farben wie Rot, Blau oder Gelb, nur um Aufmerksamkeit auf bestimmte Details oder Charaktere zu lenken. Ein Stilmittel, das, soweit es mich betrifft, auch sehr effektiv in dem Film von 2005 umgesetzt wurde. Diese erste Geschichte, die ursprünglich noch in der Anthologie Dark Horse Presents erschien, wurde danach zusammengefasst in einem Sammelband namens The Hard Goodbye und brachte uns den ersten Auftritt von Marv. Wobei diese Formulierung auch nicht ganz korrekt ist, denn die Erscheinungsweise der Comics entspricht nicht der zeitlichen Kontinuität der Geschichten. Aber wie auch immer, bis ins Jahr 2000 veröffentlichte Miller ebenfalls im Dark Horse Verlag noch einige weitere Serien und Kurzgeschichten, die die Geschehnisse in und um Basin City, wie dieser Sündenfuhl einer Stadt tatsächlich heißt, weitererzählen und die Beschreibung der Charaktere noch weiter vertiefen. Denn einige tauchen, wenn zeitweise auch nur sehr kurz, immer mal wieder auf. Jedenfalls wurden alle diese Geschichten in 7 Sammelbänden zusammengefasst. Und diese sind glücklicherweise auch bereits in Hardcover-Version bei CrossCult erschienen. Als da wären Stadt ohne Gnade, die bereits mehrfach erwähnt die erste Serie von 1991, die auch Grundlage für den Film von 2005 war und uns Lesern einen ersten Blick auf Sin City und seine Einwohner ermöglichte, während wir Marvs Rachefeldzug gegen den oder die Mörder der Prostituierten Goldie verfolgen. Eine Braut, für die man mordet, von 1993, die Basis für den aktuellen Film und unser erster Blick auf Dwight McCarthy, der sich für seine Ex-Freundin Ava in einen Strudel aus Sex und Gewalt stürzt. Was im Grunde für Sin City aber der Normalzustand zu sein scheint. Das große Sterben von 1994. Ein Wiedersehen mit Dwight, der irgendwie nicht wirklich überraschend, wieder wegen einer Frau, in einen Revierkrieg zwischen Mafia und Prostituierten verwickelt wird. Diese Geschichte wurde übrigens auch bereits im ersten Film erzählt. Dieser feige Bastard von 1996. Ebenfalls schon im ersten Film verarbeitet, erleben wir hier eine der zeitlich frühesten Geschichten in und um Sin City, nämlich wie der alternde Polizist John Hardigan versucht, die hier noch 11-jährige Nancy Callahan vor einem Vergewaltiger und Mörder zu retten. Familienbande von 1997 stellt dann aber eine Ausnahme dar, da es keine Zusammenfassung einzelner Ausgaben, wie die bisher genannten Sammelbände ist, sondern als alleinstehende abgeschlossene Graphic Novel veröffentlicht wurde und uns ein erneutes Wiedersehen mit Dwight und Mihu beschert. Bräute, Bier und blaue Bohnen ist auf seine Art und Weise auch eine Ausnahme, da hier 11 Kurzgeschichten, die zuvor nur in mehreren Einzelausgaben verfügbar waren, in einem Band gesammelt wurden. Und auch hier treffen wir wieder auf viele alte Bekannte und sagen spätestens jetzt dem Überblick über die zeitliche Kontinuität komplett auf Wiedersehen. Einmal Hölle und Zurück von 1999 ist dann die aktuellste, längste, aber bisher auch letzte Fortsetzungsgeschichte in und um Sin City gewesen und stellte den neuen Charakter Wallace vor, der eine junge Frau davon abhält, Selbstmord zu begehen und dadurch in eine Verschwörung inklusive Menschen- und Organhandel gerät.
Und falls ihr jetzt nochmal in diese Comics reinschnuppern und euch auch überzeugen wollt, ob Rodriguez und Miller sich wirklich an die Vorlage gehalten haben, kann ich euch sogar was Gutes tun. Denn ich verlose mit freundlicher Unterstützung von CrossCult dreimal den extra für das Erscheinen des Films neu als Softcover aufgelegten Sammelband Sin City 2 – Eine Braut, für die man mordet. Schickt mir einfach eine Mail mit dem Betreff Rote Meile an gewinne@derblitz.de und schreibt mir in die Mail bitte auch schon mal eure Anschrift für den Fall, dass ihr gewinnen solltet. Einsendeschluss ist der nächste Donnerstag um 23.59 Uhr. Ich wünsche euch viel Glück. Soweit also erstmal. Nächste Woche werde ich, wenn alles gut geht, zwar schon wieder zurück sein aus Japan, kann euch aber trotzdem noch nicht genau sagen, was euch hier erwarten wird. Vielleicht zeige ich euch ja sogar mal meine Sammlung, wie sich so viele von euch gewünscht haben. Denn ihr wisst ja, der Blitz hat euch lieb. Weitermachen. Ja, genau. Weitermachen. Zum Beispiel mit Abonnieren, wenn euch das Video gefallen hat. Und falls nicht, schaut euch doch einfach mal das letzte an. Vielleicht ist das ja besser gewesen. Oder verfolgt mich auf einem der einschlägig bekannten sozialen Netzwerke, damit ihr ganz genau mitbekommt, wie der Blitz sonst so seine Zeit verbringt.